Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Guten Morgen, meine Lieben. Guten Morgen. Heute ist der 22. März. Der Frühling ist offiziell schon da. Endlich wieder, preisen Herrn. Und es ist schön, wieder hier zu sein und das Wort Gottes bringen zu dürfen und hören zu dürfen. Und ja, preisen Herrn. Lass uns zusammen anfangen und beten und Gott einfach loben und preisen für diesen neuen Tag, für diese neue Woche. Und ihn einfach loben und preisen, weil er gut ist, weil er treu ist. Und egal die Umstände, die wir jetzt leben, die Situation, die um uns herum jetzt passiert und läuft, Gott ist immer gut, Gott sitzt immer in seinem Thron und er hat sich überhaupt nicht verändert, sein Wort hat sich nicht verändert. Und lass uns ihn einfach loben und preisen darüber und ihm Dank sagen von ganzem Herzen. Vater, wir danken dir. Wir danken dir für diesen neuen Morgen, wir danken dir für diesen neuen Tag, diese neue Woche. Wir danken dir, Vater, dass du treu bist, dass du gut bist. Vater, du bist so gut, wirklich, ja, von ganzem Herzen. Wir sind so dankbar, alles, was du für uns schon gemacht hast durch Jesus Christus. Wir danken dir, dass wir schon frei sind durch das Erlösungswerk Christi. Wir sind frei, frei von der Vergangenheit, frei von der Sünde, frei von Gebrechen, frei von alles, was der Teufel machen will und was auch immer. Wir sind frei, total frei, dich zu loben, zu preisen, total frei. Halleluja, unsere Hände zu heben und dich anzubeten und zu loben und preisen. Wir sind frei, für dich zu leben und wir danken dir. Oh, wir danken dir. Du bist so gut, Vater. Du bist so wunderbar. Halleluja. Und wir beten, Vater, für diese Stadt. Wir beten für diese Gemeinde, Oase. Wir beten für Gorbitz. Wir beten für unser Land, Deutschland, für ganz Europa, für die ganze Welt, Vater. Dass dein Wort sich mehr und mehr verbreitet, speziell jetzt in diesen Zeiten, in solchen besonderen Momenten, die wir jetzt leben, Vater, wo der Teufel durch Angst und Furcht, durch ein Virus die Leute erschrecken will. Und ich danke dir, dass du größer bist als jeder Virus. Du bist größer als jede Situation. Du bist größer als jedes Problem. Du bist größer. Der Feind ist total besiegt worden, schon vor 2000 Jahren her. Jesus hat ihn besiegt am Kreuz. Und wir danken dir. Und wir erheben jetzt unsere Stimmen. Und bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Unseres Lebens, der Herr ist. Wir bekennen Deutschland für Jesus Christus. Wir bekennen Gorbitz für Jesus Christus. Und wir danken dir, dass dein Wort sich mehr und mehr verbreitet, jetzt mehr durch die Internet auch, online. Das geht noch schneller. Und wir danken dir, Vater, dass mehr und mehr Leute in dieser Stadt sich bekehren werden und deinen Namen bekennen werden und Jesus erheben werden in ihrem Leben. Mehr und mehr. Wir danken dir, Vater. Oh, Halleluja. Wir danken dir, dass kein Virus Kraft über unser Leben hat. Keine Kraft hat über unsere Familien, keine Kraft in dieser Stadt, keine Kraft in diesem Land. Dieser Virus stirbt von Wurzeln im Namen Jesu. Halleluja. Jesu, der Name über alle Namen ist und wir haben diesen Namen für uns zu unserer Verfügung, um zu benutzen, um diesen Namen zu benutzen für unseren Vorteil. Und wir danken dir, Vater, dass es keinen Namen über den Namen Jesu gibt auf der ganzen Welt. Jesu ist über alle Namen. Jesus ist über alles. Und wir danken dir. Und wir bekennen diesen Sieg im Namen Jesu über diesen Virus und über jede Situation, die gegen uns kommen will. Und unser Frieden und Freude stehlen möchte. Wir stehen auf dein Wort
und sagen, wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Halleluja. Wir sind schon mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Wir wurden schon im Reich Gottes gesetzt worden. Und wir danken dir, dass du gut bist, dass du treu bist. Wir danken dir, dass deine Kraft in unserem Leben wirkt, mehr und mehr jeden Tag. Weil wir es so erlauben im Namen Jesu. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir haben einen großen Grund, uns zu freuen. Wir haben einen großen Grund, dich loben und zu preisen. Wir haben einen großen Grund, weil Jesus schon für uns besiegt hat. Halleluja. Und jetzt ruhen wir uns einfach in, was du für uns schon gemacht hast. Wir ruhen uns in dich aus, Vater. In dir aus. Oh, du bist so gut, du bist so treu, du bist so wunderbar, Vater. Wir danken dir. Und erhebe da, wo du bist, erhebe einfach deine Stimme, da in deinem Wohnzimmer und in der Küche, wo immer du jetzt bist, hebe einfach deine Stimme. Gott ist da. Halleluja. Du bist nie alleine. Und das ist das Wunderbare. Wir sind nie alleine. Oh, Gott ist bei uns jetzt da. Halleluja. Und wir können ihn jederzeit bekennen, jederzeit loben und preisen. Er hört uns. Und er genießt unseren Lobpreis. Halleluja. Danke, Vater. Wir beten dich an. Du bist so gut und immer treu. Oh, du veränderst dich nie. Du warst gestern gut, bist heute gut und wirst morgen auch gut sein und für die nächsten 3000 Jahre und die Ewigkeit. Danke, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Oh, Jesus, wir bekennen deinen Namen, Namen, der über alle Namen ist. Und da, wo du bist, einfach bekenne Jesus, Jesus, Jesus. Und in diesen Namen, Furcht muss weichen. Furcht hat keinen Platz unter dem Namen Jesus. Halleluja. Danke, Jesus. Wir beten dich an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, wie gut es ist, dich zu loben und zu preisen. Wie gut es ist. Oh, es tut uns so gut. Halleluja. Du bist größer als jede Situation, Vater. Und wir machen dich groß. Wir fokussieren uns an dich, nicht an der Situation, nicht an den Virus. Wir fokussieren uns an dich und machen dich groß in unserem Leben. Halleluja. Danke, Vater. Danke, Vater. Oh, wir beten dich an. Du bist so wunderbar. Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und da, wo du bist, empfange, was du jetzt brauchst. Empfange deine Heilung. Empfange diese neue Arbeit oder bessere Arbeit, die Gott für dich hat. Empfange es im Glauben. Es ist mein, es gehört jetzt mir und ich danke dir, Vater, von ganzem Herzen. Halleluja. Oh, danke, Vater. Und preise ihn einfach. Preise ihn. Nehme dir diese Zeit, ihn einfach zu loben und zu preisen. Manchmal nehmen wir uns so wenig Zeit, ihn zu loben und preisen. Nimm dir diese Zeit und du wirst sehen, wie sich deine Situation verändern wird. Wie sich die Atmosphäre deines Hauses sich verändert, wenn du dir diese Zeit einfach nimmst, ihn zu loben und zu preisen. Halleluja. Danke, Vater. Wir beten dich an. Oh, du bist so groß, so kraftvoll, so wunderbar. Wir beten dich an, Jesus. Halleluja, 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 Halleluja. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du uns frische Offenbarung bringst, das Wort Gottes, damit wir dieses Wort wirklich verstehen können und in diesem Wort in unserem Alltag es verwenden können, anwenden können, mehr und mehr.
wir danken dir. Wir spielen hier keine Religion, sondern wir haben eine Gemeinschaft, eine enge Beziehung zu unserem himmlischen Vater, der uns so sehr liebt. Halleluja. Danke, Vater. Halleluja. Im Namen Jesu. Und wir sagen alle zusammen Amen. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Halleluja. Es ist so gut, wieder hier zu sein, zusammen das Wort Gottes weiter zu verkündigen. Amen. Nichts stoppt uns. Und wenn wir uns halt jetzt nicht mehr für die nächsten Wochen gemeinsam hier versammeln können, dann machen wir das online. Geht schneller und besser. Und jetzt können uns noch mehr Leute hören. Nicht nur hier in Gorbitz, sondern auf der ganzen Welt. Preis den Herrn. Halleluja. Gott ist so wunderbar. Ich möchte gerne ein paar Sachen hier besprechen. Und mein Thema für heute Morgen ist: Fürchte dich nicht, Gott ist bei dir. Halleluja. Fürchte dich nicht, Gott ist bei dir. Und wir fangen an in Psalm 23. Psalm 23. No, und wir kennen diesen Psalm alle. No, aber lass uns das gemeinsam lesen. Hier in Psalm 23, Vers 1 bis 6. No, ist ein kurzer Psalm. Aber da stehen kraftvolle Sachen drin. Halleluja. Psalm 23, Vers 1 bis 6. Und ich lese von der Schlachter-Übersetzung. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Halleluja, nichts mangeln. Warum? Weil er unser Hirte ist. Und er ist ein guter Hirte. Halleluja. Er weidet mich auf grünen Auen. Nicht braunen und getrocknete Auen oder Felder. No? Nee, grüne Auen. Und führt mich zu stillen Wassern. Er erquickt meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal der Todesschatten, so fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Noch hier Vers 4, so, so wichtig. Wenn ich auch wandere durchs Tal der Todesschatten, no, wir wandeln da in der Dunkelheit, no, Virus und Situation und Problem, was auch immer. Was sagt die Bibel? So fürchte ich mich überhaupt nicht. Warum? Denn du bist bei mir. Und das ist sehr wichtig. No, ich denke, der größte Grund, warum wir uns manchmal so sehr fürchten, ist, dass wir vergessen, dass er wirklich bei uns ist. No, wenn wir das immer klar haben, Gott, unser himmlischer Vater, no, der alles geschaffen hat, Himmel und Erde für uns geschaffen hat, er ist so kraftvoll und er ist so groß und so mächtig und er ist immer bei uns. Da gibt es überhaupt wirklich keinen Grund, Angst zu haben. Überhaupt keinen Grund. No, und hier sagt es ganz klar und ganz deutlich: Ich werde mich nicht fürchten, auch wenn ich durch einen dunklen Tal durchlaufe. No, und es ist Gefahr und es gibt Gefahr und was auch immer. Denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch angesichts meiner Feinde. Du hast mein Haupt mit Öl gesalbt, mein Becher fließt über. Halleluja. Wir haben Segen, das überfließt. Preis den Herrn. Nur Güte und Gnade werden mir folgen. Nicht für ein paar Wochen, nicht nur im Sommer, wenn es warm ist, sondern immer. Halleluja. Auch in solchen Momenten, die wir jetzt leben. Immer. Nur Güte und nur Gnade werden mir folgen. Und das ist ein ganz tolles Bekenntnis zu machen. Halleluja. Nur Güte und Gnade folgen mir jeden Tag meines Lebens. Und ich werde bleiben im Haus des Herrn immer da. Also für immer. Halleluja. Ist das nicht wunderbar?
preisen, Herr. Lass uns gemeinsam auch in Jesaja gucken. Jesaja Kapitel 41, Vers 10. Jesaja, Halleluja, Kapitel 41, Vers 10. Halleluja. Und da sprach Gott zu seinem Volk, und wir sind sein Volk, seine Kinder auch jetzt. Halleluja. Jesaja 41, 10. Fürchte dich, genau, nicht, denn ich bin mit dir. Und da ist es wieder. Dasselbe, was wir vorhin in Psalm 23 gelesen haben. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Und das ist der Schlüssel, wie gesagt. Warum sollen wir uns nicht fürchten? Weil wir wissen, dass er bei uns ist. Nicht, weil wir fühlen. Und das sagen wir immer. Wir wandeln nicht bei, was wir fühlen, sondern bei, was wir wissen. Ich weiß, was weiß ich? Gott ist bei mir. Es ist dunkel draußen, gefährlich oder was auch immer. Aber ich brauche mich nicht fürchten. Warum? Weil ich weiß was. Was weiß ich? Dass Gott bei mir ist und ich bin nicht alleine. Preis den Herrn, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Und das hat Gott direkt persönlich zu uns gesagt hier durch sein Wort. Denn ich bin bei dir, sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ich helfe dir auch. Ja, ich erhalte dich durch die rechte Hand meiner Gerechtigkeit. Amen, Halleluja. Fürchte dich nicht, denn ich bin bei dir. No? So sollen wir nie vergessen, wer bei uns immer ist und wie viel er uns wirklich liebt. Mit einer unendlichen, grenzlosen Liebe. Halleluja, ist das nicht wunderbar? Furcht und Angst kommen nicht von Gott. Und das ist, was wir nie vergessen sollen. Furcht und Angst kommen nicht von Gott. Das kommt immer vom Teufel. So bewegt sich der Teufel. Mit Furcht und Angst. Immer. Das hat er schon seit Adam und Eva so gemacht. Und das macht er immer so. Mit Furcht und Angst. Aber Gott sagt zu uns immer, fürchte dich nicht. Und das lesen wir immer in der Bibel. Wenn ein Engel kam oder in den Evangelien, als Jesus hier auf der Erde war, er sagte immer, fürchte dich nicht. Immer, fürchte dich nicht. Das war seine Botschaft. Fürchte dich nicht. Halleluja. Fürchte dich nicht. Preisen Herrn. Lass uns schwind hier in Joshua sehen. Joshua Kapitel 1, Vers 8 und 9. Joshua Kapitel 1. Joshua Kapitel 1, Vers 8 und Vers 9. Halleluja. Danke, Jesus. Joshua Kapitel 1, Vers 8 und 9. Halleluja. Lass dieses Buch des Gesetzes, also sein Wort, nicht von deinem Mund weichen, sondern forsche darin Tag und Nacht. Also in anderen Wörtern immer. Nicht ab und zu, nicht nur in Ostern oder Weihnachten, immer. Damit du darauf achtest, alles zu befolgen, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du gelingen haben auf deinen Wegen und dann wirst du weise handeln. Amen. Das ist sehr wichtig. Und lesen wir weiter und dann komme ich zurück zu Vers 8. Habe ich dir nicht geboten, dass du stark und mutig sein sollst? Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Halleluja. Das war nicht nur für Joshua, das gilt jetzt auch für uns. Und das sagt uns der Herr. Hab keine Angst,
Sei mutig, weil ich bin bei dir überall, wo du hingehst. Überall. Überall. Gehst zur Arbeit, ja, zur Schule, oder jetzt im Moment nicht, aber zum Supermarkt, wo immer du hingehst, brauchst dich nicht fürchten, dass der Virus dich irgendwo über dich klettern wird oder was auch immer. Wir fürchten uns nicht. Dieser Virus hat kein Platz in uns. Amen. Hat kein Recht, uns anzufassen. Im Namen Jesu. Und hier das Wort Gottes sagt, hab ich dir nicht geboten. Und es sagt nicht empfohlen, sagt geboten, dass du stark und mutig sein sollst. Sei unerschrocken und sei nicht verzagt, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir überall, wo du hingehst. Preis den Herrn, wo wir hingehen, egal wo wir hingehen. Unser Vater, himmlischer Vater, ist bei uns. Halleluja. Aber wie wir im Vers 8 gelesen haben, und das ist sehr wichtig, diese drei Dinge im Wort Gottes zu bleiben, das ist sehr wichtig, damit wir keinen Platz erlauben, dass Furcht reinkommt. No? Deshalb diese zwei Verse ist wichtig, die gemeinsam zu lesen. No? Was sagt uns im Vers 8? Dass wir dranbleiben am Wort, was die Bibel über uns sagt. Da am Wort Gottes dranbleiben, darüber nachsinnen, das auszusprechen in unserem Leben und in diesem Wort, in dieser Wahrheit zu wandeln. Wenn wir diese drei Sachen machen, werden wir Erfolg haben in allem, was wir machen. Das hat Gott selber gesagt in seinem Wort. Er hat sich nicht verwirrt. Amen. So ist das. Und wenn wir dieses Erfolg erleben wollen in unserem Leben, dann müssen wir halt diese Schritte folgen und machen. No, so ist das. No, wie ich das auch mehrmals gesagt habe, wenn wir einen Kuchen backen, dann musst du nach dem Rezept gehen. Du kannst nicht einfach, ich mache mir heute einen Schokoladenkuchen und ich denke mir aus, ein bisschen Mehl hier und ein bisschen Zucker. Da kommt ein Stein raus. Okay, so macht man nicht. Du musst die Rezept genau folgen, damit du wirklich einen tollen Schokoladenkuchen backen kannst. No, und so ist das auch mit seinem Wort. Wollen wir wirklich Gottes Erfolg in unserem Leben erleben, dann musst du sein Rezept folgen. Sein Wort. Und was sagt sein Wort? Sinne über sein Wort. Bleib im Wort stehen. Was sagt sein Wort? Spreche es aus. Das Nachzusinnen alleine genügt nicht. No, und das sagen wir immer. Das nachzusinnen und ganz ruhig für dich dann einfach nachzudenken, es ist gut, preis den Herrn, aber genügt nicht. Das auszusprechen ist sehr wichtig. Und das ist genau, was die Bibel uns hier sagt. Sinne über das Wort, Tag und Nacht, jeden Tag, täglich, immer in anderen Wörtern. Spreche es aus. Vater, ich danke dir. Dein Wort sagt das und das und das über mich. Preis den Herrn. Halleluja, ich bin mehr als Überwinder in Jesus Christus. Halleluja. Jesus hat meine Krankheiten ans Kreuz getragen und ich bin durch seine Striemen gesund. Halleluja. Spreche es aus. Ganz wichtig. Sinne darüber nach, spreche es aus und wandle in diesem Wort. Wandle in diesem Wort. In anderen Wörtern, wandle in was du glaubst. No? Wenn wir was geglaubt haben, dann nehmen wir halt Schritte, weil wir geglaubt haben. Und wenn wir diese drei Dinge machen, werden wir wirklich das Erfolg Gottes in unserem Leben erleben. Und das wollen wir. Das wollen wir. Halleluja. Und so werden wir auch überhaupt keinen Platz erlauben für die Furcht. Keinen Platz. Da wird kein Platz sein, weil du wirst so voll Wort Gottes sein, dass es keinen Platz in dir gibt, zu fürchten. Amen. Weil wenn wir uns an Gott fokussieren, an sein Wort fokussieren, dann was wächst in uns oder verstärkt sich in uns? Glaube. Keine Furcht, sondern Glaube. No? Wenn wir, das habt ihr wahrscheinlich auch jetzt schon gemerkt, no? Je mehr wir die Nachrichten
schlechte Nachrichten hören und oh ja, der Virus, der jetzt sind 3 Tote, oh jetzt sind 5 Tote, jetzt sind 8 Tote, jetzt sind 12 Tote, oh jetzt sind 20 Tote. Und die Nummer steigt und steigt und steigt und wir fokussieren uns nur an die schlechten Nachrichten. Was passiert? Ja, Furcht wird größer. Furcht verstärkt sich in uns. Und das ist genau, was der Teufel natürlich. Aber was passiert, wenn wir uns an das Wort Gottes fokussieren? No, Gottes Wörter sind voller Glauben. Und je mehr wir sein Wort hören, Glauben wächst. Und wenn Glauben wächst, Furcht muss weichen. So ist es. No, beide können nicht zusammen sein im selben Raum. Oder ist Furcht da oder ist Glaube da. No, und preisen Herrn, wir wollen glauben. No, und je mehr du im Wort Gottes drin bleibst und nachsinnst und das aussprichst und in diesem Wort wandelst, egal was die Welt sagt und egal die Situation, du bleibst an, was das Wort Gottes sagt und du bleibst dran und du sinnst darüber nach, dann machen wir Türen zu an der Furcht und Glauben wächst. Und das ist genau, was wir wollen. Das ist genau, was wir wollen. Halleluja. Deshalb ist es so wichtig, dass wir uns an Gott fokussieren und nicht an das Problem, sondern an Gott. Je mehr wir uns an Gott fokussieren und je mehr uns wir an sein Wort fokussieren, unser Glauben wird natürlich wachsen. Aber auf der anderen Seite auch, je mehr wir uns an was der Teufel macht, fokussieren, ja, Furcht wird wachsen. Und das ist genau, was wir nicht wollen. Deshalb ist es wichtig, dass wir uns an seinem Wort fokussieren. Was sagt Gott über uns? Was hat Jesus für uns schon am Kreuz gemacht? Wir fokussieren uns an, was sein Wort sagt. Wir machen Gott groß in unserer Situation, in unserem Leben. Und dann Glauben wächst natürlich. Und das ist genau, was wir wollen. No? Und ja, natürlich, wir sind vernünftige Menschen und wir heuchen die Gesetze und wir machen, was unsere Kanzlerin uns gesagt hat, was wir machen sollen. Und Maßnahmen, alle Maßnahmen, die wir nehmen müssen, natürlich, alles gut. Das ist alles perfekt, aber ohne Angst, ohne Furcht. Amen. Wir brauchen uns an diesem Virus und an dieser Situation nicht fürchten oder Angst haben, weil Gott ist bei uns, er ist größer und wir sind nicht alleine. Und durch Jesus Christus, diese Situation haben wir schon überwindet. Amen. Das ist, was die Bibel sagt. Wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Halleluja, preis den Herrn. Lass uns schnell in Lukas Kapitel 8, Vers 15 gehen. 50. Lukas 8, 50. Ganz schnell. Lukas Kapitel 8, Vers 50. No, das ist die Geschichte mit Jairus. Das haben wir schon mehrmals gelesen zusammen. No, Jairus, seine Tochter war am Sterben und Jairus hat Jesus gesucht und er glaubte, dass Jesus seine Tochter wirklich heilen konnte. Deshalb hat er Jesus gesucht. Und er sagte zu Jesus, Jesus, komm zu mir nach Hause, lege deine Hände meiner Tochter und ich weiß, sie wird heilen. Und als sie schon unterwegs waren, kamen Leute von seinem Haus mit der schlechten Nachricht. No? Deine Tochter ist gestorben. No? Und ja, jetzt leben wir so in einer Situation. Schlechte Nachrichten um uns herum. Nicht nur in Korbis, nicht nur in Dresden, auf der ganzen Welt. No? Schlechte Nachrichten. Wie der Virus sich verbreitet, überall auf der ganzen Welt. Nur schlechte Nachrichten. Und was sagte Jesus zu Jairus? Fürchte dich. Lass uns gemeinsam weinen. Nein, hat er nicht gemacht. Gott sei Dank nicht. Nein, er sagte zu ihm, fürchte dich nicht. Das sind seine Wörter wieder. Was er immer sagte, fürchte dich nicht, glaube nur. Und er blieb nicht da einfach, fürchte dich nicht und sitz da und mach nichts. Nein, fürchte dich nicht, glaube nur. Bleib an deinen Glauben feste dran. Du hast angefangen zu glauben. Du hast, als du mich gerufen hast,
zu dir zu kommen, bleibe da dran. Egal was kommt, egal die Situation. Weil die Situationen, die werden sich regelmäßig ändern. Rauf und runter, rechts und links, immer. Wir leben so halt in dieser Welt, so ist das hier unten. Aber preis den Herrn, sein Wort wird sich nie verändern. Und Gottes Botschaft zu uns wird immer sein, fürchte dich nicht, glaube nur. In anderen Wörtern, steh dran und bleib dran, an was ich gesagt habe. Halleluja. Mein Sieg ist dein Sieg. Preis den Herrn, ist das nicht schön? Halleluja. Ja, fürchte dich nicht. Glaube nur, bleib dran. Bleib dran. Und dann, was hatte Jesus gemacht? Ja, reingegangen im Zimmer, wo die Tochter war, Hände gelegt und von den Toten auferstanden. Amen. Und er hat sich nicht verändert. Er wirkt Wunder jeden Tag in unserem Leben und er will das immer weitermachen. Halleluja. Er ist der Heiler, er ist der Retter, er ist unser Alles. Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Danke, Jesus. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Und das ist seine Botschaft für uns jetzt. Fürchte dich nicht. Glaube nur. Steh im Glauben dran. Halleluja. Steh im Glauben dran. Sinne darüber nach, über sein Wort. Spreche es aus. Wandle in diesem Wort. Und du wirst Erfolg erleben in deinem Leben. Halleluja. Und wir machen Schluss mit Apostelgeschichte, Kapitel 18. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 9 und 10. Apostelgeschichte, Kapitel 18, Vers 9 und Vers 10. Apostelgeschichte 18, Vers 9 und 10. Und der Herr sprach durch ein Gesicht in der Nacht zu Paulus. Und hier sehen wir das wieder. Fürchte dich nicht, genau, sondern rede und schweige nicht. Denn ich bin mit dir. Und niemand soll sich unterstehen, dir zu schaden, denn ich habe ein großes Volk in dieser Stadt. Halleluja. Und das gilt jetzt auch für uns. No, man wollte Paulus hindern, das Wort Gottes weiter zu verkündigen. Durch Drohungen und Angst ins Gefängnis zu stecken. Aber was sagte der Herr Jesus zu Paulus? Fürchte dich nicht. Sondern rede und schweige nicht. Amen. Sprech weiter. No? Sprech weiter, denn ich bin mit dir. Da ist es wieder. Denn ich bin mit dir. Und der Teufel, der benutzt jetzt wieder, wie immer, und er macht das immer so, durch Angst und Furcht uns zu erschrecken, damit wir still bleiben, no? Und nichts machen und nichts bekennen. Einfach weinen und dann, nein, 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 das sollen wir nicht machen. Das ist genau, was wir nicht machen sollen. Und das sagte Jesus zu Paulus, schweige nicht. Fürchte dich nicht, sondern rede und schweige nicht. Sprich das Wort. Und das ist, was wir jetzt auch machen. Und preisen Herrn, durch das Internet geht es noch schneller. Amen. Und das werden wir so weiter auch machen. Durch das Internet. Halleluja. Fürchte dich nicht, sondern rede. Rede weiter. Sprech das Wort aus. Egal, was du fühlst, egal, wie die Situation da außen aussieht, rede weiter. Schweige nicht. Bleib dran. Halleluja. Warum? Er ist bei uns. Wir sind nicht alleine. Halleluja. Preis den Herrn. No, und wie wir das auch letzten Sonntag gesagt haben, in Markus 11, 23, wir müssen sprechen. Das Sprechen ist so wichtig. Wir müssen sprechen, was wir glauben.
No, glauben alleine und da sitzen und warten, bis was passiert, da können wir lange warten. Ja, wir glauben, preisen Herrn, aber wir müssen es bekennen. Halleluja, wir müssen es aussprechen. Sprech es aus, sprech der Situation. Jeden Tag, jeden Morgen, Vater, ich danke dir. Ich bin mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Ich danke dir, dass dieser Virus mein Haus nicht reinkommen kann. Kann mich nicht berühren und meine Familie nicht und diese Stadt nicht, weil ich hier wohne. Ich danke dir, Jesus. Halleluja. Wir sind mehr als Überwinder durch Jesus Christus. Aussprechen, das ist so wichtig. Spreche es aus. Hebe deine Stimme und spreche es aus. Lobe ihn, preise ihn. Und wie Jesus zu Paulus sagte, schweige nicht. Schweige nicht, sondern rede. Spreche es weiter. Halleluja. Ist er nicht gut? Sein Wort hat sich nicht verändert. Ich weiß, wir leben in besonderen Momenten jetzt. Aber wie gesagt, Teufel ist immer Teufel gewesen und Sünde ist immer Sünde gewesen. Und solche Situationen, die werden immer weiter passieren, während wir hier auf der Erde leben. Aber preis den Herrn, Gott ist bei uns, sein Wort ist in uns und muss in unserem Leben auch sein. Und sein Wort hat sich nicht verändert, er ist dasselbe gestern, heute und für die Ewigkeit. Und wir haben einen Grund, wirklich, uns zu freuen, und wir haben einen Grund, wirklich in seinem Wort uns auszuruhen und ihn loben und preisen, weil wir durch Jesus Christus schon mehr als Überwinder sind. Aber wenn du das wirklich in deinem Leben erleben willst, sinne es durch in deinen Gedanken, sinne nach seinem Wort, bekenne es. Spreche es aus, wandle in diesem Wort und du wirst, was die Bibel sagt, in deinem Leben wirklich erleben. Und das wollen wir. Wir müssen dranbleiben. Halleluja. Gott ist gut, er ist treu, er hat sich nicht verändert. Und wie ich schon vorhin gesagt habe, ja, wir folgen den Anweisungen nach, wir sind Menschen, die die Regeln des Landes gehorchen und mitmachen. Alles gut. Das ist alles gut. Aber ohne Angst, ohne Furcht. Weil Gott ist bei uns. Und wir wissen, dass diese Situation sich ganz, 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 ganz bald wieder verändern wird. Halleluja, weil wir das so glauben und so bekennen. Amen. Preis den Herrn. Lass uns beten. Vater, wir danken dir. Danken dir, Vater, für diese Zeit, die wir wieder zusammen verbringen konnten in deinem Wort. Halleluja. Und das werden wir jeden Sonntag und jede Woche weitermachen. Halleluja. Wir danken dir für diese tolle Gelegenheit, wirklich, auch jetzt auf der Internet zu predigen. Und jetzt können uns noch mehr Leute hören. Halleluja, noch besser. Danke, Vater. Oh, wir danken dir, Vater, dass du uns schützt, dass du uns behütest. Wir danken dir, Vater, für eine tolle und gesegnete neue Woche. Halleluja. Auf unserer Arbeit, in allem, was wir machen, du bist bei uns. Und ich danke dir. Oh, Halleluja. Wir danken dir, Vater. Was du in unserem Leben angefangen hast, du wirst es vollendet bringen. Danke, Vater. Und wir sprechen Schutz über unser Leben, Schutz über diese Stadt, Schutz über unsere Familien, Schutz, dein Segen ist über uns. Deine Gunst, deine Gnade folgt uns, wo immer wir gehen. Danke, Vater. Oh, Halleluja, wir beten dich an. Wir loben und preisen dich. Im Namen Jesu. Und wir sagen alle gemeinsam Amen. Preis den Herrn. Halleluja. Ist er nicht gut? Ist er nicht treu? Natürlich, ist er immer. Preis den Herrn. Wie schön. Ich will noch ganz schnell ein paar Ansagen machen. Wie ihr schon weißt, natürlich, wir haben für die nächsten Wochen, wir wissen noch nicht genau bis wann, keine Gottesdienste hier im Gebäude, in der Oase. Aber wir werden das weitermachen durch die Internet. Jeden Sonntag um 10:30 Uhr. Wir werden
hier eine neue Botschaft bringen, jeden Sonntag. Also bleibt dran und spreche es weiter zu euren Freunden und Nachbarn. Und ja, dass wir zusammen Gottesdienst weitermachen, jeden Sonntag, hier durch unsere Webseite, unsere YouTube-Seite. Wichtig auch, dass ihr nicht vergesst, das Gemeindebüro bleibt offen, okay, Montag bis Donnerstags von 9 Uhr morgens bis 12 Uhr mittags bleibt offen. Sabine wird hier sein, und wenn ihr Fragen habt oder Hilfe braucht in irgendwas oder irgendwelche Fragen, ihr könnt kommen von Montag bis Donnerstags, 9 bis 12. Wie gesagt, Gemeindebüro ist offen, Sabine ist hier und wir sind für euch da. Okay, wir sind für euch da. Wenn jemand Gebet braucht, wie gesagt, ihr könnt hier kommen oder uns durch unsere, hier in der Gemeindezettel steht das drauf, unsere E-Mails, mein E-Mail hier unter Theo Körner, Pastor, oase-gorbitz.de, können mir eine E-Mail schreiben. Oder wie gesagt, auch in der, hier im Gemeindebüro kommen oder anrufen. Und wir werden, wie gesagt, wir sind für euch da. Und wir werden auch dranbleiben bei euch und euch besuchen kommen. Und wie gesagt, wir werden dranbleiben. Amen. Halleluja. Und auch wenn ihr eure Spenden, eure Zehnten, ihr könnt die auch online geben, wie ihr schon weißt. Ne? Banküberweisung, die ganzen Daten sind hier drauf, auf unserer Gemeindezettel hier. Oder, das könnt ihr so weitermachen, oder ihr könnt es hier abgeben, Montag bis Donnerstags, ne? 9 bis 12. Und ja, wir sind für euch da. Amen. Wir sind für euch da und guckt euch unsere Webseite an. No, da gibt es auch andere Predigten und die ganze Information ist da. No, www.oase-gorbitz.de. Und wie gesagt, jeden Sonntag werden wir jetzt auf unserer YouTube-Channel Gottesdienst haben. Preist den Herrn, ihr seid gesegnet, habt eine wunderbare, gesegnete Woche und bis das nächste Mal. Amen.